Ja, dann, meine Damen und Herren, möchte Sie herzlich begrüßen in diesen schönen Räumlichkeiten. Ich freue mich, dass wir die Serie der Leipziger Gespräche zur Mathematik fortsetzen können. Meine doch in positiver Zahl hier anwesenden Studenten wissen natürlich ganz genau, dass ich meistens verzähle und mit diesen ganzen Zahlen immer Probleme habe, Vorzeichen und ganz genau, welche Zahl es ist, kommt immer nur so plus minus eins raus. Also ich werde gar nicht vorzählen, welches genaues Leipziger Gespräch zur Mathematik es ist. Wir sind froh, dass es dieses Jahr das erste ist und dass es stattfindet. Ich bin sehr froh, dass Sie hier zahlreich erschienen sind und ich freue mich vor allem, dass ein sehr lieber Kollege hier erschienen ist, der seinerzeit viel Geduld mit mir hatte, denke ich mal. Und trotzdem noch nach Leipzig gekommen ist. Und ich kannte ihn aus einer Zeit aus Düsseldorf. Vorher hatte er in Mainz studiert, in Köln habilitiert, wurde in seinem Aufenthalt in Seattle, glaube ich, von der Analysis ein bisschen in die Topologie rübergelenkt und war dann als Postdoc, sagt man heutzutage, in Paris und Oxford, ist dann Professor geworden in Kaiserslautern und in Düsseldorf, wie gesagt, seit 87 bis 2014 war er so derjenige, der ja, mit den ganzen Allüren der Kollegen manchmal so kämpfen musste und versuchte, das alles ein bisschen zu glätten. Er hat sich auch zu mir immer sehr nett verhalten und als ich ihn eingeladen habe, hat es mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat. Der Titel ist Mariam Mirzakhani, Ruhm und früher Tod einer Mathematikerin. Ich muss dazu sagen, es gibt auch einen frühen Ruhm von Frau Mirzakhani. Ich weiß, dass ich so ungefähr um das Jahr 2007, 2008 in Oxford schon eine Studentin hatte, sich dort beworben bei uns im College, aus dem Nahen Osten, nicht mal unbedingt Iran. Und die Studenten müssen dann immer so ein Statement schreiben, was sie eben da machen wollen, warum sie Mathematik studieren wollen und so weiter und so fort. Und da hatte diese Studentin schon, Frau Mirzakhani, als ihr Vorbild dort. Und da habe ich dann mal geguckt, da zu der Zeit war sie noch nicht so viel über die Geometrie gearbeitet hat, wie Herr Singhoff uns erklären wird. Das war ja so Kombinatorik, wo ich mir auch einbilde, das zu verstehen. Also ich fand das schon sehr interessant, aber ich fand vor allem interessant, dass sie schon damals, also schon vor über 10 Jahren, als sehr junge Mathematikerin zumindest so eine große Ausstrahlung hatte in ihrer Heimat und der größeren Umgebung dieser Heimat. Und wie gesagt, damals hat sie viel Kombinatorik gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen mehr über ihre Arbeit heute lernen kann in ihrem Vortrag, Herr Singhoff. Danke. Also, lieber Herr Kirchheim, vielen Dank für die freundlichen Worte hier, mit denen Sie mich vorgestellt haben und für die Einladung zu diesem Vortrag, mit dem das heutige Leipziger Gespräch zur Mathematik beginnt. Es ist ja wirklich selten, dass ein Mathematiker oder gar eine Mathematikerin so allgemeine Aufmerksamkeit in den Medien erfährt, wie das Frau Mirzakhani einmal und leider sogar dann ein zweites Mal erfahren hat. Nicht das erste Mal, das war im Jahr 2014, als sie die Fields-Medaille bekam, als erste und bisher einzige Frau. Und das stand in allen Zeitungen und kam im Fernsehen und so. Und ich möchte anfangen, also die Fields-Medaille, die wird verliehen von der IMU, das ist die Internationale Mathematische Union. Und alle 4 Jahre findet so ein großer internationaler Kongress statt. Und da werden diese Fields-Medaillen verliehen. Und die Geschichte dieses Preises und dieser Kongresse, das ist auch ganz interessant für sich. Und ich will ja nicht gleich versuchen, den Mathematikern hier was beizubringen. Deswegen erzähle ich erst so ein bisschen über die Geschichte der internationalen Kongresse und der Fields-Medaillen. Also, wie ging das los? Der erste internationale Kongress, der fand
1897 in Zürich statt. Und er hatte so ein bisschen vorbereitenden Charakter. So auf Betreiben von deutschen und französischen Mathematikern, die beiden Nationen, das waren ja damals, kann man glaube ich schon sagen, die führenden in der Mathematik, die beschlossen da und machten auch eine genaue Planung, alle 4 Jahre einen großen internationalen mathematischen Kongress stattfinden zu lassen. Und der erste fand dann auch 1900 in Paris statt, wo Hilbert seine berühmten Probleme vorstellte. Da könnte man auch Gespräche drüber machen. Okay, das ging dann auch dreimal ganz gut und dann kam der Erste Weltkrieg. 1916 natürlich gab es keinen Kongress. 1920, das war ja nun kurz nach dem Kriegsende, da waren Verbitterung und Hass auf beiden Seiten so groß, dass da Folgendes passierte. Der Kongress wurde in Straßburg abgehalten. Straßburg hatte da vorher ja einige Jahrzehnte zum Deutschen Reich gehört und war dann durch die Versailler Verträge zu Frankreich gekommen. Und die Franzosen haben durchgesetzt, dass der Kongress 1920 in Straßburg sein sollte. Und sie haben durchgesetzt, dass die Verlierer des Ersten Weltkriegs, also, ich weiß nicht, hoffentlich zähle ich sie alle auf, wenn ich einen vergesse, ist es vielleicht nicht so schlimm, Deutschland, Österreich, Türkei und Bulgarien. Und sehen Sie, jetzt gucke ich Sie an, ich glaube, Ungarn wird auch dabei gewesen sein. Ist das so, ja? Okay, die 5 Länder, die waren ausgeschlossen, die durften nicht dahin kommen. Ne? Da bei diesem Kongress 1920, da wurde auch die Internationale Mathematische Union gegründet. Und der erste Präsident davon, das war Picard, sehr bekannter französischer Mathematiker, aber einer, der besonders verbittert war, nicht? Und der also wirklich betrieb, dass insbesondere die Deutschen da nicht hinkommen durften, auch nicht Mitglieder überhaupt dieser Internationalen Mathematischen Union werden durften. Das war 1920. 1924, da durften die Verlierer des Ersten Weltkriegs immer noch nicht teilnehmen. Da fand der Kongress in Toronto statt, in Kanada. Der Präsident dieses Kongresses 1924 in Toronto, das war John Charles Fields, nachdem die Fields-Medaillen benannt sind. Das war also ein kanadischer Mathematiker, der hat in Kanada und in den Vereinigten Staaten studiert und hatte dann viele Jahre in Berlin, Göttingen und Paris verbracht und war befreundet mit führenden französischen und deutschen Mathematikern. Und der, wie auch viele andere Mathematiker, insbesondere aus England, Niederland und Dänemark, die versuchten da zu erreichen, dass die Verlierermächte auch wieder in Zukunft daran teilnehmen dürften an den internationalen Kongressen. Und das gelang auch, also ab 1928 waren alle wieder zugelassen. Nur zur Internationalen Mathematischen Union, wo Picard Präsident war, da durften die nicht beitreten. Und das ist einer der Gründe, warum für Jahrzehnte die Internationale Mathematische Union praktisch gar keine Rolle spielte. Der Fields, der war sehr gut im Drittmittel beschaffen. Das müssen Sie sich ja vorstellen, 1924, da hatten die Leute ja kein Geld. Da konnte ja auch so ein europäischer Mathematiker, der konnte ja nicht einfach mal nach Kanada fahren. Und der Fields ist also Klinkenputzen gegangen zu vielen Industrieunternehmen und hat Geld für diesen Zweck gesammelt und hat ganz viel zusammengekriegt. Er hat zu viel zusammengekriegt. Als der Kongress vorbei war, hat sich herausgestellt, dass er gar nicht alles ausgeben konnte, um den europäischen und ich weiß nicht, ob er noch vielleicht ein paar asiatische Kollegen da gewesen sein, um denen die Reise zu bezahlen, sind ein paar tausend kanadische Dollar übrig geblieben. Und da hatte er die prima Idee, von dem übrig gebliebenen Geld ein Preis zu stiften, der sozusagen das Analogon zum Nobelpreis sein sollte, den es ja in der Mathematik nicht gibt. Und das hat er dann
auch energisch weiter verfolgt. Und sowas geht natürlich nicht so schnell. Also 1928 war ein Kongress, da wurde darüber diskutiert oder aber noch nicht endgültig beschlossen. 1932 war der Kongress wieder mal in Zürich. Da wurde dann tatsächlich beschlossen, dass dieser Preis geschaffen werden sollte. Ist Folgendes passiert. Ein paar Wochen bevor der Kongress in Zürich sein sollte, hat Herr Fields, Sie können ja da sein Alter ausrechnen, einen Schlaganfall erlitten, konnte nicht nach Zürich fahren. Er ist auch übrigens ein paar Tage bevor der Kongress in Zürich war gestorben. Er hatte aber noch Zeit, ein Testament zu machen. Und in dem Testament hat er sein Vermögen, er hatte keine Familie, keine Frau und Kinder, hat er sein Vermögen dafür gestiftet, dass die nach ihm, heute nach ihm benannte Medaille davon bezahlt werden konnte. Der war ja natürlich so kein superreicher Mann. 47.000 kanadische Dollar hatte er. Die hat er also da gestiftet. Und dann wurde auf dem Kongress 1932 in Zürich wurde beschlossen, diesen Preis einzuführen. Und man hat auch im Wesentlichen der Ausgestaltung gefolgt, die er vorgeschlagen hat. Ein Punkt, wo man nicht gefolgt ist, ist, man hat es Fields-Medaille genannt, während er irgendeinen neutralen Titel natürlich vorgeschlagen hatte. Okay. Also, gibt große Ähnlichkeit in gewisser Weise mit dem Nobelpreis und das war auch von dem intendiert, aber es gibt auch gravierende Unterschiede zum Nobelpreis 2 oder 3. Will ich vielleicht jetzt erwähnen. Also der erste Unterschied ist natürlich, der Fields war kein Großindustrieller wie Nobel, nicht? Und deswegen 47.000 kanadische Dollar, das ist ja, für einen Einzelnen da wahrscheinlich ganz schön gewesen, aber so viel nun auch wieder nicht. Irgendwann gab es glücklicherweise eine anonyme Zustiftung und deswegen kriegen die Leute jetzt ein bisschen mehr. Bei den letzten, die 2014 verliehen wurden, bekam jeder also 15.000 kanadische Dollar, immerhin. Okay, das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist, da hatte der Fields vorgeschlagen, dass die Preise verliehen werden für hervorragende, erbrachte mathematische Leistungen, aber auch als Ansporn für noch zu erbringende Sachen. Und bei dem Kongress da 1932, da haben die wohl gedacht, das müssen wir ein bisschen präzisieren, damit es da keinen Streit gibt. Und das wurde dahingehend präzisiert, dass man sagte, also die Person, die den Preis kriegt, die darf nicht älter als 40 Jahre sein. Das ist viel präziser formuliert. Aber das weiß ich nicht auswendig, wie es ist. Und das soll uns auch hier nicht interessieren. Also 40 Jahre. Und das wird auch ganz, ganz strikt eingehalten. Nicht? Also zum Beispiel, als in den 90er Jahren Andrew Wiles den großen Satz von Fermat bewiesen hatte, haben Sie ja bestimmt auch gehört, das war ja zuerst ein bisschen holprig. Und bis er wirklich fertig war, war er ein bisschen über 40. Und er hat die Fields-Medaille nicht gekriegt. Okay, also hier ist ein Bild von einem Nicht-Fields-Medaillen-Preisträger. Und der dritte Unterschied, der ist vielleicht nicht so gravierend. Also die werden alle 4 Jahre verliehen und jedes Mal dann an 2, 3 oder 4 Leute. Und das bedeutet also, es gibt deutlich weniger, als es beispielsweise Nobelpreise in der Physik gibt. Nicht? Aber jedes Jahr sind das ja da in der Regel 2 oder 3 oder sowas. Nicht? Okay, also, ja, das sind die Unterschiede. Und dann, also dieser Preis wurde 1932 dann eingeführt und 1936 zum ersten Mal verliehen. Dann 2 Leute, auf den einen komme ich vielleicht nachher nochmal, wenn ich Zeit habe, ganz kurz zurück. Dann kam schon wieder ein großer Krieg. Nicht? Und von 40 an, dann fielen die natürlich aus
Und 1950 fand nach dem Zweiten Weltkrieg dann der erste internationale Kongress wieder statt. Sie sehen, erst war die Intention 1904, so wie die Olympischen Spiele. Dann wollte man aber 1950 wohl nicht noch länger warten. Und jetzt finden die also die Kongresse im Sommer nicht in den Jahren statt, wenn die Olympischen Sommerspiele sind, sondern wenn die Fußballweltmeisterschaft ist immer. Ne? Und seit 1950 finden die also mit sehr großer Regelmäßigkeit statt. Und das sieht man ja in einer wie friedlichen Zeit wir das Glück haben zu leben. Nicht? Wenn Sie das mit den Jahren vorher vergleichen und diesen furchtbaren Chaos, das es gab. Ich sage mit ziemlich großer Regelmäßigkeit, sollte ich sagen. Denn eine ganz kleine Ausnahme gab es. 1982 sollte der Kongress in Warschau stattfinden. Da herrschte da aber gerade das Kriegsrecht und dann wurde er um ein Jahr verschoben. Das ist also seit 1950 die einzige Ausnahme, die es dabei gegeben hat. Okay. Insgesamt wurden in diesen Jahren von 1936 bis 2014 55 Fields-Medaillen verliehen. Es sind also deutlich weniger als eine pro Jahr, viel weniger als Nobelpreise in irgendeinem Fach. Nein, ich sollte nicht sagen, es wurden 55 verliehen, das wäre vielleicht nicht ganz richtig. Es wurden 55 zugesprochen. Denn einer von denen, Grigori Perelman, der bekam ihn zugesprochen, aber der hat ihn nicht angenommen. Nicht? Das wissen Sie alle, die Geschichte. Oder das wäre auch wieder ein Thema für so ein Gespräch. Er hat ja nicht nur die Fields-Medaille ausgeschlagen, sondern für die Lösung der Poincaré-Vermutung, das war ja eines der sieben Millenniums-Probleme, da gab es auch eine Million Dollar, auf die hat er genauso verzichtet. Also sozusagen die zwei spektakulärsten mathematischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte von Weils und Perelman, die haben die Fields-Medaille nicht dafür gekriegt oder genommen. Okay, natürlich ist ja bei so einem Preis, das ist ja schwierig, das zu machen. Nicht? Also man kann ja, kein Mensch hat ja alle wichtigen Arbeiten gelesen und man kann die auch gar nicht nach ihrem Gewicht und ihrer Bedeutung vergleichen. Trotzdem muss man sagen, dass es ganz wenig Streit bei den Fields-Medaillen gab. Es ist einfach so, dass ganz allgemein anzuerkennen ist, die Leute, die eine Fields-Medaille gekriegt haben, das sind ganz, ganz hervorragende Mathematiker. Natürlich gab es gewissen Zank, als es die Sowjetunion noch gab, haben natürlich versucht, politischen Einfluss darauf zu nehmen, wer das bekommen sollte. Und wenn dann einer ihrer Bürger die Medaille bekam, der ihn nicht angenehm war, dann bekam der keine Reiseerlaubnis, kein Visum oder sowas. Aber dann hat irgendein Vertreter es entgegengenommen und schließlich hat er es doch bekommen. Ich denke, einer der Gründe, warum es so wenig Streit insgesamt darum gab, liegt auch daran, dass nach der Verleihung des jeweiligen Preises die Mitglieder der Kommission, die den Preis vergeben hat, bekannt gegeben werden. Nicht? Also kann man das jetzt genau lesen, wer in welchem Jahr da in der Kommission war und darüber abgestimmt hat. Es gibt, liest man immer wieder, abenteuerliche Geschichten, warum der eine den Preis gekriegt und der andere nicht hat, weil dessen Vater in der Kommission war oder weil Serre nicht wollte, dass ein anderer Jüngerer kriegt und das verhindert hat. Ich habe es jetzt als Vorbereitung hier drauf ein bisschen nachgeguckt. Alle diese Geschichten stimmen nicht. Immer die Leute, von denen es heißt, sie hätten da irgendwas bewirkt, gehörten der Kommission nicht an. Das sind alles Märchen, die man da hört. Okay, seit 2006 gehört der Kommission immer mindestens eine Frau an. Im Jahr 2014 war zum ersten Mal eine Frau Vorsitzende dieser Kommission und da hat auch zum ersten Mal, wie ich schon gesagt habe, eine Frau diesen Preis gekriegt.
Da sehen Sie sie, auf dem Plakat. Hier haben Sie sie auch schon gesehen. Das Bild war wie auf den vielen Zeitungen oder so. Ich erinnere mich noch gut an so einen Morgen im Sommer 2014. Ich schlug die Zeitung auf beim Frühstück. In Düsseldorf, da liest man die Rheinische Post, um einen Lokalteil zu haben. Keine so überregionale Zeitung. Und auf der zweiten Seite war ein langer Artikel: Eine Frau erhält zum ersten Mal eine Fields-Medaille. Und dann las ich das da. Und dann wurde da geschildert, ein bisschen ihren Lebenslauf. Ich will das in wenigen Worten auch machen. Also, sie wurde geboren 1977 in Teheran und ihre mathematische Begabung ist schon früh in der Schule aufgefallen. Sie wurde dann zu den internationalen mathematischen Olympiaden geschickt und hat dann mehrere Goldmedaillen gewonnen und was man alles so machen kann. Sie hat dann auch in Teheran studiert. Sie haben es ja schon angedeutet, in so etwas kombinatorische, graphentheoretische Richtung ihre Bachelorarbeit geschrieben. Das habe ich nicht gelesen. Ne? Muss aber, wie die Leute sagen, auch schon ein starkes Indiz für eine super Begabung gewesen sein. Nach dem Bachelor ist er in die Vereinigten Staaten gegangen, nach Harvard, und da hat sie 2004 promoviert. Und ihr Doktorvater, leider habe ich da kein besonders gutes Foto gefunden, war Kurt McMullen, der auch selbst, ganz klein steht es da unten, 1998 in Berlin eine Fields-Medaille gewonnen hat. Also 2004 promoviert, dann war sie ein paar Jahre Postdoc in Princeton und 2008, das Jahr, wo der Kirchheim eben gerade von erzählt hat, dass sie da schon in gewisser Weise ein Vorbild und eine berühmte Frau war, hat sie eine Full Professorship in Stanford angenommen und die hat sie auch bis zu ihrem Lebensende gehabt. Also, ich habe es schon gesagt, 2014 bekam sie die Fields-Medaille. Der Kongress fand in Seoul in Südkorea statt und hier sehen Sie sie mit ihrem Mann, einem tschechischen theoretischen Informatiker, und ihrer damals dreijährigen Tochter. Okay, ich habe gerade gesagt, soweit stand das in allen Zeitungen. Und dieser Artikel auf der zweiten Seite der Rheinischen Post, der endete dann mit den Worten: Ihr Arbeitsgebiet ist die hyperbolische Geometrie. Was das ist zu schwierig, das können wir hier nicht erklären. Ich habe dann in einer überregionalen Zeitung, also ich habe nicht wörtlich zitiert, es war mir auch nicht die Mühe wert, da die alte Zeitung rauszusuchen, aber so sinngemäß war das so. Ne? Ich habe dann in einer überregionalen Zeitung geguckt, da stand natürlich mehr drin, da standen viele mathematische Fachwörter drin, aber ich glaube, der Leser wusste danach nicht mehr als auch von dieser kurzen Aussage, dass es zu schwer sei, hyperbolische Geometrie zu erklären. Also ich dachte, so ein Gespräch zur Mathematik hier in Leipzig, das wäre vielleicht den Versuch wert, das mal zu probieren. Okay, also wollen wir das mal versuchen. Wenn man ganz vorsichtig anfängt, dann kann man sagen, Frau Mirzakhani hat sich mit Flächen beschäftigt. Und zwar mit geschlossenen Flächen. Was meine ich mit einer geschlossenen Fläche? Naja, eine geschlossene, die Ebene zum Beispiel, das ist eine prima Fläche und sozusagen mathematisch ja vielleicht die einfachste in mancher Hinsicht, aber die ist nicht geschlossen, weil die sich so ein bisschen zu unendlich erstreckt. Und eine Scheibe, die ist auch nicht geschlossen, weil die einen Rand hat, das wollen wir heute auch nicht betrachten. Zwischendurch hilfsweise muss man das oft machen, aber insgesamt nicht. Also was ist die einfachste geschlossene Fläche? Naja, die Oberfläche eines Balls, die Sphäre. Ne? Okay. Das ist die einfachste. Und die Flächen, die treten in so einer ganzen Familie auf und die Zahl, die denen zugeordnet wird, den nennt man das Geschlecht, englisch genus, und deswegen wird das international mit klein g abgekürzt. Ne? Und
Und die Sphäre, naja, die kennen Sie natürlich alle, die hat das Geschlecht 0. Und G gleich 1, das ist der Torus, und zur Auflockerung hier. Und wenn jemand Hunger kriegt, kann er die auch gleich haben. Dann habe ich also hier Gebäck mitgebracht. Das ist also ein prima Torus. Und die nächste, G gleich 2, so mit zwei Löchern drin, die nennt man eine Brezelfläche. Das ist aber eigentlich ein vollkommen falscher Name. Denn sehen Sie, hier habe ich ein Brezel. Alle anständigen Brezel haben das Geschlecht G gleich 3. Um dem abzuhelfen, hab ich diesen Brezel und auch den so ungebacken gekauft, tief gefroren, nicht? Aufgemacht und hier ein Brezel vom Geschlecht G gleich 2 draus gemacht. Okay. Gut, und jetzt können Sie sich vorstellen, wie das G gleich 3 habe ich hier schon. So geht das weiter. Und die Flächen, das sind die geschlossenen Flächen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich habe gesagt, Arbeitsgebiet von der Frau Mirzakhani war hyperbolische Geometrie. Und jetzt ganz vorläufig gesagt, zu ihrer Orientierung und vage und extrem präzisierungsbedürftig, hyperbolische Geometrie ist das Studium der Flächen vom Geschlecht mindestens 2, also vom Brezel und den komplizierteren. Okay, das muss ich ein bisschen präzisieren. Und um zu verstehen, was da gemacht wird, werde ich natürlich ganz oft insbesondere auf den Fall G gleich 0 gehen, der gar nicht zur hyperbolischen Geometrie gehört, weil man da einfach sieht, wie die Situation da ist und sozusagen einen Kontrast zu haben. Also, gehen wir mal, das Bild ist leider ein bisschen dunkel, aber Sie sehen es hier, ein Globus, und da ist rot eingezeichnet der Weg, den ein Flugzeug von London nach Los Angeles zurücklegt, und er will natürlich auf einen möglichst kurzen Weg fliegen. Und so eine Verbindungslinie auf einer Fläche, die zwei Punkte in möglichst kurzer Weise miteinander verbindet, das nennt man eine geodätische. Da sehen Sie eine geodätische, und dann, ich weiß nicht, ob man es von hinten erkennen kann, wenn man die Linie dann weiter über Los Angeles fortsetzt, ist das so weiß, dann kommt man einmal ganz um die Erde rum und man kommt wieder in London an, und man könnte das weitermachen, und so geht das immer weiter. Nicht ganz egal, in welchem Punkt der Erde man startet und in welche Richtung man losfliegt, immer, wenn man eine Erdumdrehung zurückgelegt hat, ist man am Ausgangspunkt und die Kurve schließt sich vollständig. Nicht? Und das drückt man einfach so aus. Die Geodätischen auf der Sphäre sind alle geschlossen und haben alle die gleiche Länge. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Also ich habe nochmal hier ein schematisches Bild hingemalt. Also auf der Erde, die Längenkreise, die durch Nord- und Südpol gehen, das sind geodätische. Der Äquator ist eine geodätische, aber die Breitenkreise, die parallel zu dem Äquator sind, das sind natürlich keine geodätischen. Nicht? Also wenn man sagt, ich laufe auf einer geodätischen, ist ein anderes Wort dafür, ich laufe geradeaus. Wenn Sie genau nach Norden oder Süden gehen, gehen Sie geradeaus. Wenn Sie genau nach Westen oder Osten gehen, gehen Sie nicht geradeaus. Okay. Das haben wir verstanden. Und dass man dieses ganz extrem starre Verhalten von Geodätischen hat, die sind alle geschlossen, haben alle die gleiche Länge. Das liegt natürlich daran, dass wir eine sehr idealisierte Sphäre genommen haben. Wenn die ein bisschen verbeult wäre, dann sieht das aus, wie es will. Also sieht aus, wie es will, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da gibt es auch noch Gesetzmäßigkeiten, aber die sind so schwach, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, was da vielleicht noch gilt. Also, es hat sich gezeigt im Lauf von vielen Jahrzehnten, dass man so Gesetzmäßigkeiten für die Geodätischen erwarten kann, wenn die Fläche eine konstante Krümmung hat. Das Wort Krümmung, den Begriff haben Sie alle auch bestimmt schon gehört. Nicht? In der Physik, in der Relativitätstheorie spielt er ja eine riesengroße Rolle. Nicht? Slogan der allgemeinen Relativitätstheorie, Massen bewirken eine Krümmung des Raumes oder so. Zum Glück brauche ich nicht so komplizierte Sachen wie allgemeine Relativitätstheorie heute zu erklären. Aber ein bisschen über Krümmung müssen wir schon reden,
ich das fortsetzen kann. Und zuerst stellen wir uns mal einfach Krümmung einer Kurve vor. Nur stellen Sie sich vor, Sie fahren von der Autobahn runter und sind ein bisschen flott gefahren. Dann merken Sie das, wenn Sie sagen, oh, da bin ich aber zu flott. Dann wird die Kurve zu eng und das heißt die Krümmung zu groß. Das ist bei einer Kurve doch. Also bei einer Kurve kann man ja einfach sagen, die Krümmung, das ist der Kehrwert des Radius. Je kleiner der Radius ist, desto größer die Krümmung. Mehr braucht man da zur Krümmung einer Kurve eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Und jetzt betrachten wir mal eine. Ne? Eine Kurve, die heißt Traktrix. Wird auch so in populären Büchern als Hundekurve bezeichnet. Und da stellen Sie sich vor, ein Mann, da sehen Sie gleich, dass meine grafischen Fähigkeiten ja nicht so groß sind, der soll auf der vertikalen Achse nach oben gehen und der Hund steht da an der Leine und er möchte nicht mitgehen und der Mann muss ihn ziehen. Und dann geht der Mann und der Hund lässt sich auch ziehen. Und immer diese bunten Linien, die ich dahin gemalt habe, das ist jeweils die Leine. Und so wird er da hochgezogen und die Kurve heißt Traktrix. Wenn es heute ein bisschen mehr geschneit hätte und die Temperaturen ein bisschen tiefer gewesen wären, dann hätte ich Ihnen das Bild gar nicht zeigen müssen. Denn wenn ein Traktor oder ein anderes Fahrzeug, das einen Anhänger zieht, um eine Ecke fährt und dann geradeaus fährt, die Reifenspuren von dem Anhänger, die beschreiben gerade einen Traktrix. Und im Straßenbau ist das ganz wichtig, nicht? Also die Ingenieure, die so diese Kreisel bauen, nicht? Wo die großen Lastwagen rein müssen oder so, die müssen mit der Traktrix und mit komplizierteren derartigen Kurven ganz viel rechnen. Okay, die Kurve. Diese Traktrix da, die denkt ja nicht daran, konstante Krümmungen zu haben. Das ist ja ganz klar, je weiter das geht, nicht? Wenn der nach 50 Metern, da läuft der Hund ja direkt kerzengerade hinter seinem Herrchen her. Ne? Diese Krümmung ja praktisch null. Nicht? Die ändert sich ganz stark. Trotzdem kann man aus der in wunderbarer Weise eine Fläche konstanter Krümmung kriegen. Ups, was ist das eigentlich hier? So. Und das ist so, man nimmt die Traktrix und rotiert die um die Achse, auf der der Mann nach oben gelaufen ist. Und dann kriegt man eine Fläche, die heißt die Pseudosphäre, weil sie ganz viel Ähnlichkeiten mit einer Sphäre hat, aber trotzdem was Verschiedenes ist. Nicht das Modell, das konnte ich nicht mitbringen, das ist aus massivem Holz, deswegen habe ich das fotografiert hier. Es ist schade, dass man das nicht mitbringen kann. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Okay, da werden Sie sagen, das hat doch keine konstante Krümmung. Das ist ja überall anders. Nicht? Dafür muss man wissen, wie die Krümmung, man braucht das noch nicht mal von beliebigen Flächen zu wissen, sondern man muss es ja nur hier wissen, wie man die Krümmung von einer Rotationsfläche bestimmt. Und das ist so. Also Sie nehmen so eine Mantellinie, die Hundekurve. Je weiter Sie nach oben kommen, desto kleiner wird die Krümmung. Aber die Krümmung der Fläche, die ist ein Produkt aus zwei Faktoren. Der erste Faktor, der ist die Krümmung auf der Mantellinie. Und der zweite Faktor, mit dem Sie multiplizieren müssen, das ist die Krümmung der Kurve senkrecht zur Mantellinie. Sehen Sie, die läuft so um den Hals der Fläche rum. Und je weiter Sie nach oben kommen, desto dünner wird der Hals. Und wenn Sie das Produkt der beiden bilden, wusste schon Gauss vermutlich, nicht? Das ist die Krümmung. Und gerade wenn man die Hundekurve nimmt und die rotieren lässt, dann ist das Produkt von diesen beiden Zahlen, von diesen beiden Krümmungen, also nochmal, das der Mantellinie und der senkrechten Linie rund um den Hals der Fläche, das ist konstant. Und wir machen die Normierungen so, dass bei dem Produkt 1 herauskommt. Und weil die eine Linie, ist das konkav und die konvex ist, da gibt man dem ein negatives Vorzeichen und sagt, das ist minus 1, die Krümmung ist minus 1 dabei, also oder eine konstante negative Zahl, wir nehmen sie als minus 1 der Einfachheit halbe an. Wenn ich mal eine Formel anschreibe, dann muss kein K drin stehen. Okay. Also, das ist die Pseudosphäre, eine Fläche konstanter Krümmung.
Jetzt habe ich gesagt, auf Flächen konstanter Krümmung, da kann man damit rechnen, dass die geodätischen irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Jetzt wollen wir uns mal eine geodätische da anschauen drauf. Sehen Sie, wenn Sie auf dem Globus sind und die geodätische zwischen London und Los Angeles machen, wenn man kein Mathematiker ist, kann man das auch machen. Man fettet den Globus ein bisschen ein, nimmt eine Kordel, zieht die stramm. Das ist die. Hierbei ist das ein bisschen komplizierter. In manchen Richtungen geht das genauso, aber in anderen, weil das ja so konvex gebogen ist, wenn Sie da die Kordel stramm ziehen, dann geht die ja in den Raum hinaus und ist gar nicht mehr so. Also wenn man das so experimentell machen möchte, dann muss man sozusagen ein Negativ der Pseudosphäre herstellen. Also die Pseudosphäre, sagen wir, aus einem Block ausbohren und dann, wenn man in dieses verbotene Regime hineinkommt, dann geht man mit der Kordel da drauf und so kann man es auch natürlich experimentell machen. Aber klar, praktischer und genauer und besser ist es einfach auszurechnen. Das habe ich bei dem nächsten Bild nicht gemacht, sondern habe einfach gefühlsmäßig die Kreide genommen und auf dem Ding, was stellst du dir vor, wenn du da bist, was heißt dir gerade ausgehen? Und der Kreidestrich so ungefähr, ist nicht korrekt, aber so ungefähr sieht 10 typische geodätische auf der Pseudosphäre aus. Und da sehen Sie etwas, was auf der Sphäre nicht passierte. Die geht darum und hier in dem Punkt, da schneidet sie sich wieder. Da kommt man wieder an den Ausgangspunkt zurück. Aber trotzdem wird man natürlich nicht sagen, dass das eine geschlossene geodätische ist, denn das geht ja jetzt anders weiter. Ich glaube, das ist eine Definitionssache. Aber wir definieren hier, das soll nicht geschlossen heißen. Geschlossen würde heißen, wenn man mit der gleichen Richtung hineingehen würde und wenn man es weiter verfolgen würde, dass das einfach wieder den gleichen Weg durchläuft. Das wollen wir unter einer geschlossenen geodätischen verstehen. So, und jetzt kann man hier lange probieren. Wenn man die Kurve weiter hochgehen lässt, dann wird sie sich mehrmals überschneiden und kompliziert werden. Man findet keine geschlossene geodätische auf der Pseudosphäre. Ist ja auch kein Wunder, denn das ist ja keine geschlossene Fläche. Nicht? Einerseits hat die unten einen Rand, da hört die auf, und andererseits geht die oben, bei dem Modell kann man es natürlich nicht machen, aber in Gedanken geht die natürlich weiter nach oben, immer weiter. Ne? Da gibt es keine geschlossenen Flächen drauf. So, jetzt wollen wir aber versuchen, aus der Pseudosphäre uns andere Flächen mit konstanter Krümmung minus 1 zu verschaffen. Und dafür stellen Sie sich jetzt bitte mal vor, dass wir so wie einen Stoffballen haben. Ein Stoffballen ist einfach so ein zylindrisch aufgewickeltes Ding. Aber jetzt ist unser Stoffballen nicht so zylindrisch, sondern der hat so die Form immer weiter aufgewickelt der Pseudosphäre. Und da wollen wir Sachen draus ausschneiden und mal sehen, was passiert. Also, Handwerk, das wir jetzt erstmal betreiben, ist die Schneiderei. Und sozusagen als einfachstes und wichtigstes Kleidungsstück wollen wir eine Hose schneidern. Okay, sehen Sie, jetzt habe ich keine Jeans an, ausnahmsweise, und da sieht man nicht die Naht hier. Also die Hose, die wir machen wollen, die wollen wir aus 2 Stücken machen. Vorne und hinten, und das wollen wir aneinander nähen. Wenn Sie das hier betrachten, hier unten, naja, jedenfalls, das ist doch klar, hier muss man rechte Winkel ausschneiden, denn sonst würde das ja komisch aussehen und hier oben und an anderen Stellen auch. Aha, wie wird man das denn machen? Jetzt sehen Sie, dass ich als Couturier vollkommen ungeeignet wäre. Ich habe das versucht. Also, um das Prinzip kennenzulernen, habe ich natürlich nichts Hyperbolisches gemacht, sondern einfach aus dem ebenen Papier. Nicht? Also, man muss 2 Sechsecke ausschneiden mit rechten Winkeln. Sechsecke deswegen, weil wir ja 3 Öffnungen haben. Und dann muss man eins über das andere Stück von denen zusammenkleben. Und das habe ich hier gemacht mit Tesafilm. Und deswegen habe ich die Strecken, die ich zusammenkleben wollte, gerade gemacht und die anderen
anderen krumm, damit das leichter ging. Dann kriegt man so ein Ding. Naja, also taugt höchstens als Babywindelhöschen. Was Besseres ist nicht geworden. Ne? Aber das Prinzip sehen Sie, aus zwei Sechsecken kann man eine Hose machen. Nicht, wenn man eine richtig lange Beine haben will, dann muss man die Kurven, die ich hier gerade gemacht habe, die muss man sehr stark ausbinden. Da sehen Sie aber natürlich zwei ganz praktische Sachen. So Schneider, die Papier- oder Metallfolien benutzen würden, die hätten es schwer. Mit Stoff geht das leichter, weil der einfach elastisch ist. Nicht? Was anderes, was Sie dran sehen, ist, ich habe es wirklich nachgeguckt, unsere Hosen haben nicht zwei Teile, sondern vier. Das ist auch schon eine gewisse Erleichterung dabei. Aber sehen Sie, eigentlich hätte ich ja, ich will ja alles aus Geodätischen machen. Ich wollte ja nicht nur die drei Kanten gerade machen, sondern auch die, die ich krumm machen musste, um das überhaupt hinzukriegen. Ja, aus einem ganz offensichtlichen Grund. Sehen Sie, ich habe gesagt, man braucht ein Sechseck und die Ecken müssen rechte Winkel sein. Naja, wenn ich das aus einem ebenen Blatt Papier mache, dann kriegt man ein Rechteck und nichts anderes. So ist das ja. Warum hat man eine Chance, auf der Pseudosphäre so ein Sechseck hinzukriegen, bei denen die Kanten gerade sind? Um Ihnen das plausibel zu machen, gehen wir nochmal in die Konkurrenzwelt, auf die Sphäre. Und das sehen Sie, da kann man ja ganz leicht ein Dreieck machen, das drei rechte Winkel hat. Sehen Sie, man läuft einfach auf dem Äquator, habe ich eben schon gesagt, das ist eine geodätische, eine Viertel-Erdumdrehung entlang. Und von den Endpunkten geht man hoch zum Nordpol. Und wenn man von dem Äquator im rechten Winkel zum Nordpol geht, dann hat man da einen rechten Winkel. Und oben, weil man eine Viertel-Erdumdrehung gemacht hat, hat man da auch einen rechten Winkel. Nicht? Also auf der Sphäre, da gibt es sogar Dreiecke, die drei rechte Winkel haben. Nicht? Und wenn man so da drauf guckt, da sieht man ja, woran das so anschaulich liegt. Bei so einem Winkel auf der Sphäre, da sieht das ja so aus, als würden die beiden Schenkel so zusammenlaufen. Ne? Und auf der Pseudosphäre, da ist das genau entgegengesetzt. Wenn man so einen Winkel hat, dann laufen die Schenkel auseinander. Und deswegen hat man die Möglichkeit, ein richtiges Sechseck zu machen, wo alle sechs Seiten gerade sind und alle Winkel recht sind. Also, wenn ich das Modell hier hätte und wir uns viel Geduld hätten, dann könnte man versuchen, so ein Ding zu machen. Es ist gar nicht so leicht, das wirklich hinzukriegen. Also, ich habe es hier nur noch mal ganz, ganz schematisch gemacht. Nicht? Ich konnte ja hier nicht das so gerade machen. Ne? So nehmen wir die zwei Sechsecke, kleben die zusammen und kriegen eine Hose. So, jetzt habe ich gesagt, das geht da und erstaunlicherweise passiert noch was anderes. Sehen Sie, bei unseren Hosen, ja, da interessiert ja vielleicht, wie weit unten der Bund ist und wie weit oben der ist. Die zwei Beine sind ja gleich groß. Bei so einem eitlen Fußballtrainer, dem die Hose manchmal platzt am Spielfeldrand, da wäre es ja ganz praktisch, wenn der bei dem einen Bein, wo er mehr Muskeln hat, wenn da das Bein ein bisschen weiter wäre. Im Hyperbolischen kann er das machen. Der gibt eine Bestellung auf. Ich bestelle eine Hose mit den drei Parametern A, B, C. Das sind die Bundweite und zwei Hosenweite. Und dann kriegt er eine Hose, die genau diese Maße hat. Und mehr braucht er nicht zu sagen. Da braucht man keine Beinlänge anzugeben oder sowas. Das stellt sich, wenn man das aus der Pseudosphäre oder so ein Stoff, das auf die Pseudosphäre aufgewickelt ist, ausschneidet, stellt sich alles richtig ein. Man gibt diese drei Zahlen an, Bundweite und die zwei Beinweiten unten, und dann gibt es eine Hose mit den Maßen und die ist eindeutig festgelegt. Das habe ich hingeschrieben, eine hyperbolische Hose ist durch die drei Parameter A, B, C vollständig festgelegt. Und das Wort Hose habe ich hier nicht erfunden, auf Englisch heißt das Pair of Pants. Okay, ja, jetzt gucken wir mal, gibt es denn da drauf geodätische? Ja, weil wir ja alles gerade geschnitten haben, gibt es ja mindestens drei, nämlich die drei Säume, da wo 2a, 2b und 2c steht. Aber mehr immer noch nicht.
Was aber natürlich auch gar kein Wunder ist, denn das ist ja, eine Hose ist ja immer noch keine geschlossene Fläche. Ne? Aha. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir uns so eine Hose, da oben habe ich sie nochmal schematisch hingezeichnet. Und dann verformen wir die so in Gedanken ein bisschen. Ich biege die zwei Beine, das sind die Beine, das ist der Bund oder so, kann man ja einfach machen. Und dann nehmen wir uns eine zweite und die halten wir von unten dran, das ist die. Und dann nehmen wir die zwei Hosen und nähen die an den drei Stellen einfach aneinander. Zwei Hosen ergeben einen Pretzel, nicht? Also Pretzel in der Primitivfassung. Tja, und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir eine geschlossene Fläche, die hat die konstante Krümmung minus 1. Das ist eine hyperbolische Fläche. Jetzt sehen Sie auch, warum ich zuerst sagte, hyperbolische Geometrie, das ist das Studium der Flächen vom Geschlecht g größer gleich 2. Also g gleich 2 sehen wir hier, das lässt sich aus zwei Hosen machen und die sind hyperbolisch. Aber den Torus oder die Kugeloberfläche, die lassen sich ja nicht aus Hosen machen. Okay. Damit man das hier so richtig schön zusammennähen kann, da müssen die Hosen natürlich genau die gleichen Abmessungen haben. Nicht? Sonst würde das ja, müsste man es ja knittern oder so. Das wollen ja glatte Flächen haben. Also man muss zwei wirklich identische Hosen nehmen. Deswegen käme man vielleicht auf die Idee, um so eine Pretzelfläche, eine hyperbolische Pretzelfläche zu beschreiben, braucht man auch die drei Parameter A, B, C, die diese Weiten sind. Das stimmt aber nicht. Sondern man kann das Folgende machen. Sehen Sie, ich habe hier wieder die beiden Hosen hingemalt und jetzt kann ich die Beine, den Bauch der oberen nehmen und kann die natürlich drehen. Dadurch ändert sich ja die Länge nicht. Drehe die beliebig nach links oder rechts, soweit ich will, und nähe die unten dran. Und wie viel Zahlen habe ich dann vorgegeben? Ja, ich habe die drei Zahlen, die Größe der Hose beschreiben. Das sind drei positive Zahlen, weil die ein Maß sind. Und habe drei beliebige Zahlen, die mir einfach den Drehwinkel angeben. Und dann nähe ich die so zusammen. Und eine hyperbolische Fläche vom Geschlecht 2 ist durch 6 Parameter vollständig festgelegt. Das sind die Sie hier gerade gesehen haben. Okay, jetzt sehen wir, dass eine Fläche vom Geschlecht 2 eine hyperbolische Fläche ist, auf viele verschiedene Weisen durch 6 Parameter festgelegt. Und wie das dann weitergeht, ich glaube, da kann ich mich kurz fassen. Hier habe ich eine Fläche vom Geschlecht 3. Da sehen Sie, da braucht man 4 Hosen dazu. Hier links die, das ist oben um der Bauch und da habe ich habe es mal hier ein bisschen anders gemacht und hier die zwei Beine zusammengenäht. Rechts genauso und dazwischen sind die zwei Hosen. Und wenn man dann so weitermacht, ja, sehen Sie, wie man hier die zwei Hosen reingesetzt hat, um ein drittes Loch zu kriegen, so kann man das weitermachen. Und Sie sehen, von den zwei Regeln, die ich hier hinschreibe, die für uns die beiden wichtigsten Tatsachen der hyperbolischen Geometrie sind, die erste sofort, erhöht sich das Geschlecht um 1, so braucht man 2 Hosen mehr. Leichter kann eine Regel gar nicht sein. Und dann habe ich beim Geschlecht 2 habe ich erklärt, dass man 6 Parameter braucht. Und für den Weg nach Hause überlasse ich Ihnen als Hausaufgabe zu überlegen, naja, die müssen ja nicht die, wenn das nur mal hier betrachten, die müssen ja aneinander passen und da, wo sie aneinander passen, darf man aber drehen, sich da zu überlegen, dass man bei einer hyperbolischen Fläche vom Geschlecht G 6G minus 6 Parameter braucht. Sie können sich dann auch leicht überlegen, und ich verrate es nicht, wie viel davon positiv sind und wie viel beliebige reelle Zahlen sind. Okay, so, das war der Geschwindkurs in hyperbolischer Geometrie, alles, was wir wissen müssen. Und jetzt bin ich aber natürlich, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Oh, ja. Jetzt bin ich aber noch tief im 19. Jahrhundert, ne? Und noch lange nicht bei der Frau Mirzakhani. Und hier kommt einer, Bernhard Riemann, der wusste das alles.
Und da sehen Sie Lebensdaten. Einer der wenigen Mathematiker, von denen ich auswendig weiß, es nicht hierfür gucken muss, wann er geboren und gestorben ist, 1826 bis 66, 40 Jahre alt geworden, genauso wie die Frau Mirzakhani. Ne? Frau Mirzakhani ist leider an Krebs gestorben, Riemann an Tuberkulose. Ne? Einer der, damals gab es noch keine Fields-Medaille, man weiß nicht, ob er sie gekriegt hätte, aber weit über das Niveau der meisten Fields-Medaillisten natürlich hinaus. Ne? Okay, so. Und jetzt, das hatten wir ja schon fast ganz aus den Augen verloren, jetzt betrachten wir Geodätischen auf einer hyperbolischen Fläche. Also wir nehmen einfach unseren Brezel und gucken mal, was da so gibt. Machen zuerst eine Definition, die habe ich schon vorher motiviert, Sie werden sich daran erinnern. Eine geschlossene geodätisch heißt einfach, auf Englisch simple, wenn sie sich nicht selbst schneidet, bevor sie sich schließt. Nicht? Also wenn die so eine Figur 8 hat, wie ich das da auf der Pseudosphäre mal hat, wo die sich schnitt, die kann so eine Figur 8 haben oder kompliziert, dann wollen wir sie nicht geschlossen, dann ist sie geschlossen, aber dann wollen wir sie nicht einfach nennen. So, und dann macht man eine ganz wichtige Definition, S von X, S wie simple, das ist die Anzahl, jetzt kommt die erste mathematische Herausforderung für die Nicht-Mathematiker unter Ihnen, das ist diese Definition. S von X, das ist, soll sein, die Anzahl der einfachen, geschlossenen Geodätischen auf unserer hyperbolischen Fläche vom Geschlecht G, deren Länge kleiner gleich X ist. Also wie ist das? Wenn man sehr kleine Zahlen X hat, hier ist 0 und dann so ein bisschen, dann gibt es gar keine, dann ist die Funktion konstant 0. Und dann kommt auf einmal hier eine Stelle, hier, diese Zahl x, das ist die Länge der kürzesten Naht, die wir gebraucht haben, um die verschiedenen Hosen aneinander zu nähen. Und diese kürzeste Naht, ja, da habe ich ja gesagt, da gibt es geodätische. Vielleicht eine oder vielleicht zwei. Hier habe ich so hingemalt, ich weiß nicht, ob kann man von hinten nicht erkennen, das Bild ist ein bisschen blass. Hier habe ich so gemalt, als gäbe es zwei Nähte, die diese gleiche kürzeste Länge haben. Jetzt geht das sind die kürzesten geschlossenen, einfachen geodätischen, die es gibt, die kürzesten Nähte. Dann geht das kompliziert weiter, das kann man gar nicht so richtig wissen, wie das ist. Also die Nähte, die leisten da auch zu einem Beitrag. Jedenfalls ist das eine Funktion, die so in Stufen weitergeht. Die Werte sind ja immer ganze Zahlen, nicht mal so eine Anzahl ist. Und die werden immer mehr, denn man nimmt ja die Anzahl der geodätischen, deren Länge kleiner gleich x ist. Nicht? Wenn man nach den längeren guckt, die werden dann wieder mitgezählt. Also jetzt so eine... Und eine, also es gibt bestimmt, ist ganz sicher, dass es eine hyperbolische Fläche gibt, bei denen die Funktion S von X, wenn ich da einen Maßstab anbringen würde, genauso aus, könnte man machen, aber so ist wieder vollkommen unübersichtlich. Und jetzt, sehen Sie, wenn ich hier perfekt wäre, dann würde ich jetzt, das, was ich jetzt nur sage, hätte ich hier eingebaut, wenn wir jetzt zurückgehen, damit die Stufen hier verschwimmen und wir nur noch das ganz große Bild kriegen, dann kriegen wir den Satz von Mirzakhani. Auf einer geschlossenen hyperbolischen Fläche vom Geschlecht G. S von X ist asymptotisch gleich einer Konstanten mal X hoch 6G minus 6. Die Zahl 6G minus 6, die habe ich Ihnen gerade eben motiviert. Die taucht hier auf. Und was halt, sehen Sie, das ist noch nicht mal richtig 6g minus 6, was ich hier hingemalt habe, denn 6g minus 6, also für g gleich 2 ist das 6 und dann für g gleich 3 12, 18 und so weiter. Die Kurven werden relativ steil, aber jedenfalls vollkommen glatt. Nicht? Und wenn man weit genug weggeht, und deswegen habe ich die Kurve hier nicht ganz bis in den Nullpunkt hineingezogen, für großes x sieht das aus wie eine Konstante, mal die Funktion. Sehen Sie, wenn auch noch viele Entschlackungen des Schulmathematikunterrichts stattfinden werden, die Funktion x hoch 6 oder x hoch 12 oder so, die wird ja doch vielleicht erhalten bleiben und auch nur eine Konstante mal diese. Ne? Und ja, wie das also so aussieht, wenn man ganz grob guckt,
das sehen Sie hier dran. Und das ist das, was Mariam Mirzakhani in ihrer Doktorarbeit 2004 gemacht hat und womit sie berühmt geworden ist. Eine Formel, die sie nicht erfinden musste, weil sie vermutet war, nicht? Und sie hat sie dann bewiesen. Ein Traum von einer Doktorarbeit, ne? So. Ich hatte vor, bis 8 Uhr zu reden. Oh, das hat ja gut geklappt. Aber jetzt rede ich doch noch 2 Minuten länger. Nämlich sind jetzt, ich bin ja so erschrocken, dass so viele Mathematiker hier da sind. Für die war das jetzt eine Tortur, hier diese Stunde sich anzuhören. Ne? Deswegen hänge ich jetzt nur ein paar Minuten dran. Ein Satz, den viele Leute beweisen wollten und den die als erste geschafft hat, da ist das natürlich so, da gucken sich die Leute auch den Beweis an. Und einer der Fachleute da, er war bestimmt sehr neidisch, es war auch der als erster die entsprechende Formel vermutet hatte, der hat lange darüber nachgedacht, hat den Beweis vereinfacht, also dessen Arbeit ist nur noch 5 Seiten lang. Aber den Beweis könnte ich nicht hier Ihnen vorführen. Ne? Damit Sie ein bisschen sehen, in welche Richtung der Beweis überhaupt geht, zeige ich gleich jetzt die letzte Seite hier. Und diese letzte Seite ist für die Mathematiker dann eine Frage, ja, wie weit verstehst du das? Und für die absoluten Nicht-Mathematiker betrachten Sie das einfach als 2 Zeilen konkrete Poesie. Nicht? Dann sehen Sie auch wieder, wie das aussieht, wenn Sie in die Arbeiten von Mirzakhani hineinschauen. Ne? Ist da auch mal. Und wenn man das stromlinienförmig machen will, nicht? Die Frau Mirzakhani, die hatte ja gar nicht so viel Literatur gelesen, die hat viele Sachen mitbewiesen, die andere schon hatten. Und so. Also wenn man das stromlinienförmig machen will, benutzt man unter anderem einen Satz von ein Fachmann auf diesem Gebiet, Howard Mazur, schon aus dem Jahr 1985 allgemein bekannt. The operation of the mapping class group on the space of measured laminations is ergodic. Die Mathematiker sehen jetzt, in welche Richtung der Beweis geht, weil man all diesen Worten ja einen Sinn verleihen kann. Und Sie sehen, ich habe das auf Englisch hingeschrieben, weil ich noch nicht mal weiß, wie man measured laminations auf Deutsch übersetzt. Measured Laminations, wenn ich das hier erklären müsste, würde lange dauern, dann würden schließlich doch die meisten von Ihnen gehen. Ne? Aber die sind nicht dasselbe, aber können identifiziert werden, also der Space of Measured Laminations ist nicht dasselbe, aber kann identifiziert werden mit dem Parameterraum der Dimension 6G-6. Und wenn man das so macht, dann liegen da, und jetzt, bisher habe ich keine wissentliche Lüge gemacht, jetzt mache ich die erste wissentliche Lüge, um das einfach zu sagen. Wenn man das so macht, dann liegen in diesem Raum der Dimension 6G-6, da liegen die einfach geschlossenen geodätischen drin, wie so ein ganzzahliges Gitter, wie die Sterne am Himmel. Und dass da so ein Wort wie ergodic oder so vorkommt, das bedeutet, dass in manchen Bereichen diese einfach geschlossenen geodätischen nicht in Klumpen auftreten, nicht in Galaxien und dann kommen ganz leere Bereiche, sondern dass die mehr oder weniger in manchen Bereichen gleichmäßig verteilt sind. Und wenn man dann, wir wollen ja keine genaue Formel haben für die Anzahl der geodätischen, sondern nur sowas Ungefähres, Qualitatives, dann braucht man, wenn so einzelne Sterne da gleichmäßig verteilt sind, dann braucht man die ja gar nicht einzeln abzuzählen, sondern macht einfach eine Volumenberechnung. Und dann benutzt man etwas, das heißt die Koflächenformel von Federer und so ergibt sich das. Da sind massenhaft Tricks noch drin. Diese Hilfsmittel waren ja alle längst bekannt, nicht? Aber sehr clever kombiniert hat das die Frau Mirzakhani gemacht. Okay, das ist ihre Doktorarbeit. Sie sehen, es geht auch auf den Satz zurück, das ist also ihre erste große Leistung gewesen. Bestimmt ist das, was sie später gemacht hat, viel wichtiger als hier das ist.
Und lassen Sie mich auch dazu noch ein paar Worte sagen. Sind Sie, ich habe hier nur was über die einfach geschlossenen geodätischen Sachen. Man kann ja auch fragen, wie ist das denn überhaupt mit den geschlossenen? Und das ist längst bekannt. Das haben mehrere Leute gemacht. Einer, der das auch als erster gemacht hat, war Atle Selberg, norwegischer Mathematiker, der 1936 einer der beiden ersten Fields-Medaillenpreisträger war. Und der hat erkannt, erstmal grob gesprochen, die Anzahl aller geschlossenen geodätischen wächst exponentiell. Also hier sieht es ja so aus, als würde die Zahl der einfachen geschlossenen geodätischen schon schnell wachsen. Nicht x hoch 18 ist ja schon eine Steilkurve. Muss man genau andersrum sehen. Die Anzahl der einfachen geschlossenen geodätischen wachsen extrem langsam. Fast alle geschlossenen geodätischen, die überschneiden sich, bevor sie sich schließen. Ne? Wächst exponentiell. Und Selberg war ein berühmter Zahlentheoretiker, einer der Gründe, warum er das gemacht hat. Folgender. Also wenn die Zahl aller geschlossenen geodätischen exponentiell wächst, dann macht man doch besser das Folgende. Man misst eine geodätische nicht durch ihre Länge, sondern den Logarithmus der Länge. Nicht? Dann wird das irgendwie linear. So. Und dann hat er und andere, das ist viel leichter als das, haben festgestellt, das Wachstumsverhalten aller geschlossenen geodätischen, das ist das gleiche wie das Wachstumsverhalten der Primzahlen in den ganzen Zahlen. Der Selberg ist berühmt geworden, weil er einer der elementaren Beweise des Primzahlsatzes gemacht hat, der angibt, wie schnell die Primzahlen wachsen. Und genau die gleiche Formel, hat er festgestellt, gilt auch für die geodätischen auf geschlossenen Flächen. Sehen Sie, das ist vollkommen frappierend, wenn man es zum ersten Mal hört. Deswegen, hier bei dem Satz von Mirzakhani, da geht das Geschlecht ein, das steht ja da oben im Exponenten, 6g-6, und die vielen Parameter, über die ich gesprochen habe, die gehen natürlich auch vorne in die Konstante ein. Aber bei dem Gesetz, das alle geschlossenen geodätischen regelt, da geht weder das Geschlecht noch irgendein Parameter ein, das gilt für eine wie die andere. Nicht? Deswegen ist da viele Beziehungen zur Zahlentheorie und gibt oder gab auch Leute, die versucht haben, einen Beweis der Riemannschen Vermutung zu finden, die auf sowas aufbaut. Nicht mehr. Also idealerweise wäre ja, wenn man eine Fläche oder vielleicht ein bisschen was Komplizierteres finden würde, wo das Wachstum nicht nur asymptotisch wie bei den Primzahlen ist, sondern tatsächlich. Nicht? Und dann hätte man ja geometrische Methoden, hat bisher nicht geklappt. Das ist der eine Bezugspunkt. Ein anderes sollte ich auch ganz kurz erwähnen, aber auch wieder wichtiger und einfacher, alle geschlossenen geodätischen, nicht nur die einfachen, haben auch einen engen Bezug zur mathematischen Physik oder zur Analysis überhaupt. Nämlich, wenn man den Potentialoperator auf so einer Fläche betrachtet und dessen Spektrum, dann ist das nicht genau dasselbe wie die Längen der geodätischen, aber man kann eins in das andere umrechnen, also nicht, wie ein quantenmechanisches System hat, was dadurch beschrieben wird, dann sind die Energiewerte sind mehr oder weniger genau, können genau umgerechnet werden in die Längen der geodätischen auf dieser Fläche. Und Sie sehen, ich habe es jetzt oft genug betont, dass das andere Resultat eigentlich das Wichtigere ist, viel wichtiger ist. Und die vielen Arbeiten, die Frau Mirzakhani noch geschrieben hat nach ihrer Doktorarbeit, die beziehen sich alle auf Situationen, die so sind wie die für beliebige geodätische, nicht? Aber keine von denen hätte ich mich getraut, hier heute Abend vorzustellen. Ne? Sie hat, als sie die Fields-Medaille bekam im Jahr 2014, da war sie schon schwer krank, das wussten aber außer ihren nächsten Vertrauten niemand. Und sie hat dann noch 3 Jahre trotz ihrer Krankheit intensiv und auf höchstem Niveau weitergearbeitet. Und leider, und das war das zweite Mal, dass sie durch alle Medien ging,
Das war, als sie dann im Alter von 40 Jahren im Sommer des vergangenen Jahres gestorben ist. Okay, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.